Starf-Let's Play. Wir werden uns das Spiel jetzt heute das erste Mal anschauen und dann schauen wir mal, wie gut es ist. Spaß ist laut. Okay. Schauen wir mal, was es da so gibt. The Gentleman Scientist. I will convert all of the power of my mind. Grows a magnificent beard. Ich glaube auch. Customized World. Oh Gott. Wie cool. Oh my god, oder? Ja, ja. Also Gamepad Support hat es scheinbar nicht. Es gibt auch in den Einstellungen keine Möglichkeiten, da irgendwas einzustellen. Was Controller oder irgendwas angeht, nur die Grafikeinstellungen. Da müssen wir es wohl mit Maus und Tastatur spielen. Aber wir haben ja vorgesorgt. Sparausgabe. Ist wohl nicht drin. Vielleicht geht der andere. Nein, okay, wir sehen. Gamepad Support ist nicht. WSAD, schon mal Steuerung. Sehr gut. Okay, man hat den Windows Cursor. Das ist auch nicht so komisch. Flauen. Ah, man steuert es quasi wie Diablo, mehr oder weniger. Man blickt irgendwo hin und so das Zeug. Desert means spring is coming. Butterfly Flutterby. Das ist schon geil. Smarting Security. Bleib einmal lieber weg. Klasse, was muss ich jetzt machen? Ich kann die Wellen sind ziemlich gut. Du sollst irgendwas zum Essen finden. Top-Down Trees, das sollten wir noch besser. Das hat in Warcraft zum Beispiel sehr viel gebracht. Okay. Ja, du musst es irgendwie noch bauen. Geh noch auf die Wellenzone drauf. Addons, was ist das jetzt? Okay, mit rechter Maus, also bricht man das ab. Big Axe Cracker Mode. Aber kennst du nicht? Nee, kann ich nicht. Was geht denn hier? Ah, da steht doch, was du dafür brauchst. Wo jetzt? Da. Ah, okay, dann schauen wir, was wir für die Axt brauchen. Twigs und Stein, also ein Ast und ein Stein. Okay, also unser erster Task ist quasi, eine Axt und einen Stein zu finden, um die Axt zu bauen. Ein Ast und einen Stein. Ein Ast und einen Stein, ja, aber nicht die Axt und einen Stein. Oh, die Axt gesagt, so. Ja. Das meinte ich natürlich nicht. Rock to Evergreen. Achso, okay, ja. Das ist gesagt quasi nur, dass man hindert. Ich dachte, das wäre so ein verstecktes Portal oder sowas. Aber eine Sichel hat er schon. Was ist das? Sieht ja so aus, oder? Ja. Aber wir brauchen wahrscheinlich die Pickaxe, um. Ah nein, wir haben es. Cool. Jetzt kann man den nämlich choppen. Ja, irgendwie ist das voll witzig. Mir gefällt auch der Grafikstil. Weil das irgendwie so cool gemalt und gezeichnet ist. Nimm mal das Holz noch mit, da liegt der Holz. Nimm das Holz noch mit. Achso, das muss ich noch nehmen. Was hab ich da jetzt aufgenommen? Pinecone. Das sind so Abfälle da. Ich weiß nicht genau, was Pinecone ist, was das heißt. Ich glaube, das machen wir einfach nochmal. Dann haben wir schon mal einen guten Bestand. Das ist so ein bisschen Minecraft-mäßig, nur irgendwie ein schöner. Kannst du mit dem Stumpf irgendwas machen? Nee, okay. Ja, dieses, wie heißt das, dieses Laboratory, wo man diese chemischen Elemente verbinden muss, um eine weitere zu kriegen. Ich hab so eine Mischung aus dem und Minecraft. Und Diablo. Kann man jetzt eigentlich ganz gut beschreiben. Was jetzt als nächstes? Also du musst irgendwas zum Essen finden auf jeden Fall. Guck mal. Okay. Ja, das kann man ja. Was hat er gesagt? Feuer, Mann? Was zum Essen finden.
vorher machen, weil das war nicht so schlecht. Ah, das fand ich jetzt gut. Ist ja echt toll. Weil die Grafik gefällt mir auch. Attack! Ja, du kannst sie jetzt attacken. Oh, schade. Ja, Glückwunsch, das wird wohl nichts. Das muss man langsamer. Schleichen kann man leider auch nicht. Zumindest nicht mit Shift. Aber ich hab doch was zu essen, oder? Ja, eben. Ich muss das sagen, dass ich irgendwo schon was von Essen gelesen habe. Na, dann brauchst du aber noch ein bisschen Hoch mehr. Vor der Eis. Wo sieht man das? Ja, da oben. Da, oder was? Ja. Das ist ja nicht ganz voll. Ja, okay, muss das voll sein. Na, weiß ich nicht. Take that, Mädchen. Fire's getting a bit low. Kann man da Holz nachlegen? Ja, vielleicht, wenn man es hier unten auswählt. Battle Seeds, Sticks, Lock ist sowas, ne? Aha! Ha, schon wieder. Da kann man wahrscheinlich erstmal ein paar reinschmeißen, aber ich kann die so nicht killen. Das ist definitiv die falsche Methode. Unmöglich. Was kann man denn noch bauen? Guck mal, was man noch bauen kann. Stimmt, das ist eine Idee. Breakdown Rocks, das brauchen wir doch sicherlich irgendwann. Aha, alles was ausgegraut ist, kann man wahrscheinlich bauen. 100 Meat Crushing, das sind jetzt nur Gold und Steine. Ich frage mich, wo Steine hier sind. Also Flints sind anscheinend keine Steine, das sind nur so kleine Böcken. Brocken. Von dem Mist habe ich mit euer hier. Nee, das kommt ja nicht. Das ist jetzt so eine gute Idee? Nein, das war überhaupt keine gute Idee. Ich geh mal lieber zum Feuer. Ich sehe nämlich da oben blinkt irgendwas. Komm hierher. Nee, die bleiben, oder? Nein, es geht aus. Ja. Hä? Was ist jetzt los? Ja, ich sterbe. Nein, du bist jetzt. Ja, stimmt. Aber wieso geht das Feuer nicht mehr an? Okay. Jetzt sind wir gestorben. You survived. Nowadays. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin etwas schockiert, wie schwer das gerade ist. Ich hätte es mir jetzt leichter vorgestellt. Hey, du darfst ja keinen Bienenstock attackieren. Ja, ich habe halt gedacht, vielleicht kriegen wir Honig und ganz toll. Mit einer Axt auf den Bienenstock. Honig. Ja, wenn nicht, dachte ich, könnte zum Feuer laufen und die Bienen kommen halt nicht hinterher. Was ja auch halb geklappt hat, aber dann habe ich so schnell so viel Energie verloren am Anfang, dass es nicht gereicht hat. Okay, also müssen wir gleich von vorne anfangen. Jetzt wissen wir, wie es schon ein bisschen zu. Jetzt gehen wir gleich mal her und machen das technisch richtig. Wie war das nochmal? Wir müssen diese Dinger dann. So. Ja, und Steine. Da ist ein Hoppelhase, guck mal, da ist ein Hoppelhase rechts. Ja, den krieg ich ja nicht, kann ja nichts mehr machen. Was ist denn da oben los? What the heck? Ich bin jetzt gerade so gut hier. Jetzt machen wir erstmal die Axt und dann machen wir uns ein Feuer und dann, wo waren die Steine dann? Weiter oben, du musst nördlich laufen. Oder nordwestlich. Naja, Tanzroller. Ja. Den Karate kann man auch mal bauen. Ja, wo haben wir jetzt genug? Ja, irgendwo da waren wir gestorben. Ja, Königreich des Hasenmanns. Die Steine sind eher auf so Ödland zu finden. Wer es nicht genau weiß, laufen wir in dieselbe Richtung wie vorher, aber das ist jetzt komplett neu. Karte scheint es nicht zu geben. Das ist nicht so unmöglich. Ja, man kann pausieren. Doch, man kann es auch. Okay, unser. Da sind Steine, oder? Ich sehe es nicht. Sieht zumindest so aus wie Steine. Gehen wir mal zurück. Aha, und den kann man dann nämlich kaputt schlagen. Wenn man diese, wie sagt man dazu, Steinaxt? Nee.
Muss ich auch mal. Ja. So eine Hacke oder was auch immer. Ja, genau. Ah, genau. Jetzt brauchen wir erstmal die kleinen Steine, dann. Dann können wir die großen. Gold, machen. Große Steine. Und so. Ey, bist du da vorhin nördlich gelaufen? Ja, da hoch müssen. Oder waren das doch keine Steine? Das kann es auch sein, dass das nicht dasselbe ist? Jump in Wormhole. Geil. Da wir hier eh noch nichts haben, mache ich das aber mal. Wahrscheinlich wird man jetzt ziemlich schnell sterben, oder nicht? Jetzt auch so sein. Okay, sagt uns jetzt gar nichts. Da vorne ist ein Stein, oder? Ich glaube auch. Ne, ist ein lauer Bild. Schade. Sollte man. Oh. Da gehe ich lieber mal nicht hin. Spider-Land, das hört sich super an. Das ist genau was. Da gehe ich mal nicht auf das Zeug. Ja, das ist super. Wenn wir uns beiden zu Spinnen hingezogen fühlen. Mhm. Hey, ich versuch mal, vorhin haben wir noch voll schnell Steine gefunden. Ja, da waren wir am Wasser irgendwo und dann sind wir durchgelaufen. Ich kann jetzt quasi nur in eine Richtung laufen und hoffen, dass irgendein Stein kommt, weil hier kennen wir uns gar nicht aus. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Nee, wenig. Super, jetzt nicht mehr. Er hat gerade geschissen. Ja, das ist dann. Geiler Scheiß. Auf die Bombe. Ja, das finde ich jetzt so ein bisschen unlustig. Vielleicht ist es wirklich einfach zufällig verteilt am Anfang. Das ist bei Diablo früher auch, weil er von zufällig einen Dungeon erstellt. Oh. Ich glaube, die sind friedlich. Solange man die nicht zu nahe kommt und die angreift. Ich hab's jetzt genommen, ne? So, Mandrake nochmal. Ja. Super, aber ich kann kein Feuer machen, solange ich keinen Stein gefunden habe, oder? Nee. Das ist doch toll. Es ist aber auch jetzt kein Stein hier irgendwo gewesen. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das nicht als meine Schuld zu werten. Sondern nur als die Schuld der Spieleentwickler, hier keine Steine sind zu verteilen. Oder zu wenig Steine hinzuverteilen, als dass wir sie finden könnten. Ja, ich denke auch die ganze Zeit die Pilze, wenn ich Steine. Super, aber ich will jetzt auch keine Blumen sammeln, eigentlich. Wenn ich nämlich gleich sterbe. Oh, das ist auch kein Stein. Jetzt sind halt auch nichts mehr. Was war das? Das war was Gefährliches, irgendwas Peitschendes. Da ist ein Haus. Ich geh mal zu dem Haus. Ja, das ist immer eine gute Idee. Ah, da ist eine Spinne. Oh, da ist noch eine. Oh Gott. Die sind ja noch größer. Bäh! Ich hab sogar Zähne. Okay, da ist noch eine. Ich find's ein bisschen schwierig, jetzt hier einen Stein zu sehen. Ach, echt jetzt? Genau. Das sind auch ein bisschen viele, kann das sein? Er hat mich in das Portal steigen dürfen. Ich glaube, das ist eher für spätere Levels, für spätere Entwicklung des Charakters interessant. Du kannst so die ganze Nacht durchrennen. Echt? Ja, was, weißt du nicht? Ich mach das, vielleicht gibt es einen Checkpoint. Hä, so aber kann es sein, dass wir alles schon. Kann es sein, dass wir schon alles erkundet haben hier? Und hier kannst du so vor, als hättest du. Naja, wir müssen noch ein bisschen mittiger, glaube ich. Mittiger? Nein, wir sind jetzt die ganze Zeit nur am Rand vorbeigelaufen, oder? Ich sag, sehe ich gar nichts. Die Sonne blendet auch ein bisschen von draußen rein. Ich hoffe immer, dass ich nicht. Dass ich nichts reinrenne, was mich gefällt. Also, Rotkäppchen müsste jetzt auf dem Weg bleiben. Das mache ich mal nicht. Ich will ja noch einen Stein finden. Ey, hier gibt's keine Steine. Wo war denn dieses blöde Portal? Dann gehen wir da wieder rein und gehen in die alte Welt. So ist es ja auch sinnlos. Wir kommen ja nicht weiter. Kein Überblick mehr. Es ist halt dunkel. Ich kann ja die Map auch nicht aufmachen. Oder pausiert das dann? Oh.
What the heck? Wo sind wir denn lang gelaufen? Okay, da unten kommen wir wieder dahin, wo wir waren anscheinend. Wir sind da in das Portal gegangen und sind dann vermutlich da oben hingebeamt worden. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt einfach südlich weiterlaufen, dann kommen wir wieder dahin, dann müssen wir Steine sein. Es wird mir hier das auch wird doch immer dunkler. Es wird nicht einfacher. wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, okay, ich hoffe uns. Okay. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ja, renn mal in irgendeine andere Richtung. Ich tue schon Straven wie der letzte Bogen, ne? Das bringt ja nichts. Ah. Das ist jetzt einfach aus. Da kannst du nichts machen. Okay. Ach so, jetzt komme ich da wieder, weil ich den aktiviert habe. Ah. Geiler Scheiß. Aber ich habe meine ganzen Items verloren. Das heißt, ich muss nicht mehr von vorne anfangen, aber ich habe nichts mehr. Geh mal nördlich. Nein, ich gehe jetzt zurück, weil nördlich sind wir ja hingeblieben worden. Ich gehe jetzt dahin zurück, wo wir angefangen haben. Da bist hey, du das ist so, wo wir angefangen haben. Da war doch dieser Stein. Schau mal auf die Karte. Wir haben da irgendwo angefangen. Sind dann da oben zu dem Portal und sind dann nach oben. Wenn ich nördlich gehe, gehe ich nur wieder dahin, wo keine Steine waren. Vielleicht ich muss nach links und gucken, ob ich. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ich hätte auf der Map wahrscheinlich nichts tun dürfen. Jetzt kann ich nicht mehr mit BSAD laufen. Ja, jetzt geht's nicht. Ah, das ist wahrscheinlich so schön. Da hängt es sich dann irgendwie auf, wenn du das drückst in einem gewissen Funktionsfeld oder so. Das hatten die Spiele ganz früher, die Probleme. Das ist ja auch den Bug bei DayZ, wenn du irgendwas speichert. Wenn du irgendwas drückst, während du im Menü bist oder so, dann kannst du automatisch das Laufen aktivieren. Mhm. Oder dann einfach weiterläuft in die Richtung, die du gedrückt hast. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber irgendwie so war es. Ja, aber ich verstehe das wirklich nicht. Wir haben doch vorhin innerhalb von 10 Sekunden Steine gefunden. Hier müssen noch kleinere auch rumliegen, oder? Da, endlich. Wow. Nicht vorbei, ne? Und da oben. Jetzt alles dafür. Hä? Ich brauche noch so einen Ast. Ach so. Ah, da. Ja. Jetzt aber. Hä? Hä, es steht. Hab ich irgendwas nicht gecheckt? Ich habe den Stein eben aufgehoben, oder? Oder war das andere Steine? Das waren andere. Ah. Dann nimmt die oben Steine. Auch noch mit. Dann nimmt die oben auch noch mit. Das sind Steine, das andere sind. Ja, gute Frage. Brocken. Brocken, ja. Was ist das denn? Was ist ich hol mir gleich mal ein bisschen Vorrat. Ja. Jetzt bauen wir mal das. Okay, wie war das jetzt hier? Pickaxe. Hä? Die kann ich auch bauen. Ja, mach mal. Ich will nur Holz finden. Machen wir das erstmal, bevor wir jetzt hier ein Feuer machen. Ja. Ich schau nicht, was man mit dem Gras da noch machen kann. Vielleicht irgendwie Kleidung. Ja, genau. Zukiffen, das ist natürlich ein sinnvolles Spiel, ne? Ja, da oben ist doch. Ach, ja, irgendwie funktioniert das ja genau mit dem Klick. Man klickt da irgendwo hin, dann macht man schon nichts. Muss man so wahrscheinlich sehr genau greifen. Und da oben nochmal. Und jetzt nicht zum Bienenstock hingehen und doch, auf den einschlagen. Ich will nochmal drauf kommen, sonst ist mal passiert. Ich sehe ja jemand Feuer direkt daneben. Wahrscheinlich geht das nicht. Guck mal, da unten sind auch so komische Viecher. Ich würde da nicht so lang bleiben. Oh, die Biene. Die hat mich schon unter Beobachtung. Jetzt können wir gleich mal bei dem Stein bleiben.